Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern kam das letzte Update in Chapter 4 raus und natürlich in dieser Season, weil wir auch in der vorletzten Woche von Fortnite OG angekommen sind. Morgen erscheint der Hotfix mit Season 9 und X, mit dem Lootpool und so weiter, wird sich einiges ändern. In diesem Video schauen wir uns aber einige Spoiler und Leaks bezüglich des Live-Events Lego, dem Rennmodus und dem Musikmodus an, die uns dann alle in Chapter 5, also sogar im Dezember erwarten. Das sind 2-3 Wochen entfernt. Und ja, deswegen lehnt euch zurück, viel Spaß mit diesem Video, ist ziemlich viel passiert, also gewisse Spoiler können hier vorkommen. Ich werde aber die großen Spoiler, die das Event komplett ruinieren, in diesem Video nicht erwähnen, weil die auf Twitter so langsam gepostet werden. Epic Games hat zwar diesmal einen sehr guten Job im Gegensatz zu den anderen Events gemacht, trotzdem haben die Leaker ihre eigenen Methoden gefunden und können zum Beispiel Props des Events posten oder den Ablauf der Dinge oder auch die Maps, also sozusagen den Lauf der Dinge, die im Event vorkommen. Zuerst, Freunde, nur noch 10 Tage bis zum Live-Event und nur zur Erinnerung, es findet am 2. Dezember Samstag um 20 Uhr statt. Dann wird auch dieser Countdown enden. Hier ist der aktuelle Itemshop, Freunde. Wir haben 2 neue Spin-Pakete von 2 Creators, die sehr, sehr, sehr bekannt sind. Und wenn ihr euch irgendwas holt, auch den nächsten Battle Pass zum Beispiel in Chapter 5, dann denkt gerne daran, meinen Creator-Code LightSky10 einzutragen, der alle 14 Tage rausfliegt. Und keine Sorge, Freunde, ich werde nicht darüber reden, wie Lego, der Spiel, der Musikmodus oder Rocket League Racing im Live-Event irgendwie vorkommen wird oder was die zu tun haben in diesem Live-Event. Darum geht es nicht in diesem Video. Aber ja, ich kann es hier schon mal erwähnen. Diese 3 Modi, Lego, Rennmodus und Musikmodus, werden irgendwie neben Eminem und natürlich die Geschichte irgendwie in diesem Live-Event zusammengefasst werden. Ich kann davon ausgehen, dass wir durch Raum und Zeit fliegen werden. Dadurch eben Realitäten wie zum Beispiel von Lego, Eminem, oder auch Rocket League Racing sehen werden oder auch den Musikmodus zum Beispiel, wo verschiedene Künstler dann leben wie Eminem. Aber ja, mehr kann ich nicht sagen und mehr will ich auch nicht erwähnen. Eine Sache kann ich aber bestätigen, Freunde, man wird während des Events auch auf etwas zoomen können. Ich denke mal, das wird die Rakete sein, Eminem, der dann ein Konzert hält oder was auch immer, weil wir wissen halt, Eminem ist auf jeden Fall Teil dieses Events. Und während des Events soll der Meteorit am Himmel, der morgen dann auch zurückkommt mit dem Hotfix, irgendwie durch etwas ausgetauscht werden. Was kann ich im Moment natürlich nicht bestätigen oder irgendwie sagen. Einige Event-Tags wurden auch in den Dateien gefunden, die dann im Event vorkommen werden, wie zum Beispiel, dass der Meteorit sich austauscht, dass wir eine Teleportation zum Ozean haben werden. Das werden wir dann, denke ich mal, zum Event, zum Eventende sehen. Danach Night Night, das schwarze Loch, Durian Phase 1 bis 6, also es wird 6 Phasen vom Event nehmen. Durian ist ja der Codename des Events. Delmar ist der Rennmodus, Juno ist der Lego-Modus und Grind Rails werden auch Teil des Events sein. Das Minigame während des schwarzen Lochs wurde den Dateien auch wieder hinzugefügt und könnte während der Downtime, während des schwarzen Lochs 2.0 quasi wieder von uns gespielt werden, aber das ist nur eine Vermutung. Zudem, Freunde, nehmt das zwar mit Vorsicht, aber es gibt anscheinend Hinweise bzw. Referenzen auf den Katus POI, auf die Skelettreste des Monsters aus Season 9 und X damals, das auch überwachsen wurde. Die auch überwachsen wurden. Und es könnte sein, dass also dieser Ort im Event auch irgendwie vorkommen wird oder eine Rolle spielen. Des Weiteren haben wir weitere mögliche Event-Spoiler, wie zum Beispiel Props für Kapitel 5 und die nächste Chapter 5 Map, die dann dort zu sehen sein werden. Also man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir irgendwie während des Events die Chapter 5 Map sehen werden oder dorthin kommen werden, so ähnlich wie mit der Chapter 4 Downtime. Wir haben auch mögliche Tageszeiten, die den Dateien wieder hinzugefügt wurden, Freunde, einmal von Chapter 3 und eine neue Tageszeit, die während des Events zu sehen sein sollte oder sogar für das nächste Kapitel und die neue Map gedacht ist. Also so könnte der Tag während des Events oder während des nächsten Kapitels auf der neuen Map auftauchen bzw. zu sehen sein. Und apropos Chapter 5, Freunde, selbst die Pflanzen auf der neuen Map wurden in den Dateien gefunden. Ist jetzt nichts Besonderes, wollte ich sicherheitshalber mal erwähnt haben. Machen wir weiter damit kommenden Spielfeatures, Lego, Rennmodus, Musikmodus und so weiter. Denn als allererstes haben wir kommende Spielfeatures, die ich euch in der Übersicht mal einblende. Die sagen jetzt nicht viel aus, sind ja nur Codenamen, aber die gibt es in den Dateien. Und ein kommendes Outfit mit dem Codenamen Boundress ist in Arbeit, mehr darüber gibt es nicht. Zudem wird das Event folgende Features benutzen, die wir dann auch verwenden werden können. Zum Beispiel Grind Rails, wie gesagt, taktischer Sprint, also wir werden irgendwie sprinten können. Delmar, das ist der Rennmodus, Juno ist der Lego-Modus und Durian Juno ist hier auch irgendwie vermischt miteinander. Ich denke mal, weil wir eben diese Lego-Realität wie in der Lobby besuchen werden. Und dann gibt es nochmal Sparks, das ist der Musikmodus, der uns erwartet.
Im Lego-Modus, Freunde, haben wir jetzt jede Menge Informationen erhalten, weil die vollen Versionen dieser drei Modi in Chapter 5 jetzt schon in den Dateien sind und einige Leaker darauf Zugriff haben. Zum Beispiel soll es im Lego-Modus Metalle, Holzsteine, Lebensmittelkristalle und sonstiges wie Weizen oder Schlüffpilze als Crafting-Ressourcen geben. Dazu gibt es noch jede Menge Crafting-Kategorien wie von Waffen, Treppen, Spielzeuge bis hin zu Baufundament oder Verbrauchsmaterialien. Im Lego-Modus wird man sogar seine eigenen Tiere streicheln können und die Welten in diesem Modus werden prozedural generiert. Das heißt, so wie in Minecraft, jedes Mal, wenn ihr in diesen Modus reingeht, wird es eine andere zufällige Welt sein, die Epic Games für euch generiert. Für das Live-Event wurden auch weitere Sterne in den Dateien gefunden. Ich denke mal, die werden während des schwarzen Lochs zu sehen sein oder wenn der Nullpunkt irgendwie wieder mal instabil werden sollte vielleicht. Hinzu kommt ein neuer Codename, der den Dateien hinzugefügt wurde für einen neuen Orientierungspunkt, wahrscheinlich für Chapter 5 gedacht, namens Society Cemetery. Im Lego-Modus werden zusätzlich Kreaturen vorhanden sein, die manche Dinge dann fallen lassen werden, vermutlich nach der Eliminierung. Darunter ist sogar Code. Knochen, Seide, Wolle oder auch Sprengpulver. Zudem gibt es folgende Lego-Charakterklassen, für uns denke ich mal, namens Abenteurer, Träumer, Entdecker und Heimbewohner. In diesem Modus wird es auch Verbesserungen bzw. Buffs geben, so heißt es in den Dateien, für Bonusgesundheit, Kältebeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungsschaden, Hitzebeständigkeit für den Sprung, Bewegungsgeschwindigkeit und Infrarotsicht. Außerdem könnt ihr im Modus irgendwie eure Kamera umschalten, was auf den First-Person-Modus hindeutet, wobei das nicht bestätigt ist. Hier wird es auch von KIs Jobs geben, die ihr für Belohnungen annehmen könnt, wobei auch ein KI-Camp mit einem Ressourcengenerator da sein wird. Items hier werden auch Stufen vom Schwächsten zum Stärksten haben, also so ähnlich wie gewöhnlich bis zu legendär, wobei das von Simpel bis Titan geht. Kleiner Event-Spoiler, der ist jetzt nicht so krass, aber die Rakete soll während des Durian-Events den Spielern einen Knockback geben, also zurückschleudern sozusagen. Und wir werden noch während des Events irgendetwas fahren können, das bleibt noch abzuwarten. Ich vermute mal wegen dem Rennmodus. Ansonsten wird es im Lego-Modus über 150 craftbare Gegenstände geben, wie zum Beispiel Apfelsaft, Dynamit und Titanschaufeln. Also hier ist die Auswahl gigantisch und die Liste ist einfach riesig. Ich will das jetzt einfach nicht erwähnen, sondern nur in der Übersicht einmal kurz gesagt haben. Zudem wird es Gartenparzellen geben, auf denen ihr die folgenden Pflanzen anbauen könnt, sozusagen wie eure eigene Farm: Mais, Pfeffer, Kürbisse, Himbeeren, Schubsaftbeeren und Weizen. Ihr werdet sogar im Lego-Modus eine Minifigur sein mit eurem eigenen Anpassungssystem, das vom aktuellen Battle Royale Inventar bzw. Spend getrennt ist. Es wird verschiedene Minifigurenteile geben, die ihr kombinieren könnt, zum Beispiel Kleidung, Hüte und so weiter. Ein Skin wird dabei dieses Skelett hier sein, außerdem wird es feindselige Minifiguren als Falkenritterbosse geben, die tatsächlich Stimmen von sich geben, also reden, und die ihr sogar bekämpfen könnt. Noch ein paar Lego-Infos, Freunde: Wenn ihr Eichen und Palmen zerstört, wird Lego-Physik zu sehen sein, also die sollen so wie Lego-Steine zusammenbrechen. Spieler können aus irgendeinem Grund Risse erzeugen und irgendwie sich teleportieren, Geysire werden im Spielmodus sein und bei Gewitter-Events könnt ihr vom Blitz getroffen werden. Ich blende euch mal die Übersicht von Jahreszeiten und Wetter ein, bzw. Informationen darüber, da es tatsächlich unterschiedliche Wetter-Events geben soll in diesem Modus. Dann kommen wir zum Festival-Modus, denn alle zuvor geleakten Playlist-IDs wie Fuzz, Zoho, Pilgrims und Sparks Rhythm werden alle für den Festival-Rhythmus-Spielmodus verwendet. Während sogenannter Juwelenpausen könnt ihr Emoten und die Songschwierigkeiten ändern. Einige Songs werden vierspurig sein, andere fünfspurig. Songvoting und Quickplay werden beides Features in diesem Musikmodus sein, denn dieser Modus sieht so aus, als ob es eine Inspiration von der Rockband-Spieleserie von Harmonix ist. Macht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass Epic Games Harmonix gekauft hat. Es gibt auch Tags für, wie gesagt, vier- und fünfspurige Notenspuren. Das Bild dazu kann ich euch mal einblenden. So ähnlich könnt ihr euch diesen Modus vorstellen. Und es wird auch dazu Musikkämpfe geben. Weitere Details für den Rocket Racing und für den Fortnite Festival Modus wurden in den Dateien gefunden, welche Optionen es gibt und wie der Modus ungefähr ablaufen sollte, beziehungsweise was man im Event in diesem Modi machen kann. Merkwürdigerweise wurde auch der Kettengranatwerfer, geleakt vor 4-5 Monaten, glaube ich, wurde wieder hinzugefügt und soll im Battle Royale sowie im Lego Modus verfügbar sein. Fortnite X Lego wird auch einen eigenen Kreativmodus haben, in dem man herumfliegen und alles bauen kann, ähnlich wie bei Minecraft. Und es wird auch zwei Emotes geben, die in diesem Modus verfügbar sein werden und ein weiteres unter diesem Codenamen, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Und jetzt kommen wir zu einigen weiteren Live-Events-Spoiler, die sind jetzt nicht so krass, aber trotzdem
will ich euch einfach mal kurz davor warnen, denn die Würfelpyramide soll irgendwie zurückkehren. Das macht eben Sinn, wenn man bedenkt, dass wir anscheinend während des Events durch Raum und Zeit fliegen werden, um sozusagen jedes Event auf irgendeine Art nochmal zu erleben. Dieser Nullpunkt bzw. diese Version des Nullpunkts wurde heute den Dateien auch wieder hinzugefügt, also ist es möglich, dass er für den Seasonwechsel oder für das Final-Event irgendwo verwendet wird und wir den sehen werden. Außerdem ist hier der Shop-Hintergrund für Event-Cosmetics, also alle Skins und Items, die in den Item-Shop kommen und mit dem Event zu tun haben wie Eminem. Hinzu kommt, Freunde, ein neuer Prototyp des Effekts riesige Rauchsäule, wahrscheinlich in Bezug auf den Vulkan. Also gibt es noch mehr Hinweise darauf, dass wir alle Events nochmal erleben werden. Daraufhin gab es die Info, Freunde, wo wir im Event spawnen werden, wenn wir in den Modus reingehen mit unseren drei anderen Freunden. Maximal kann man ja zu viert reingehen. Und das soll direkt neben das die Divo sein, also neben der Rakete, aber nicht auf dem Berg oder auf dem Hügel, sondern unten auf der Straße. Finde ich ein bisschen komisch, aber so wird es anscheinend sein. Ich kann euch mal Ingame-Bilder dazu einblenden. So ist es gerade geplant. Der Chopper der 7 wurde auf eine Art aktualisiert, könnte auch irgendwie im Event vorkommen, dass wir den fliegen werden oder für Chapter 5 gedacht, keine Ahnung. Und zu guter Letzt, Freunde, es gibt einen neuen Effekt, der mit dem Monster verbunden ist, unter dem Codenamen Ripples, also Wellen. Hier ist auch ein weiterer Blitzeffekt, diesmal für die HUD, wobei derzeit niemand einen Plan hat, wo es verwendet wird. Jede Menge Informationen sind also rausgekommen, Freunde. Morgen geht's dann weiter mit dem Hotfix. Das ist die rasanteste Season, die ich jemals erlebt habe, weil jeden Tag gefühlt ein neues Update ist. Deswegen abonniert den Kanal, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aktiviert auch gerne die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hier hochlade. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.